Saft und kraftlos und keiner weiß warum. Heute geht es um den Teil 2, nämlich darum, ganz grob zu erklären, was ist eigentlich ein Mitochondrium? 1976 gab es den Nobelpreis für einen Herrn Mitchell, der herausgefunden hat, dass das, was wir innerlich verbrennen, die stille Verbrennung, die oxidative Phosphorylierung, wie es heißt, da, wo der Phosphatrest auf diesen Adenosinteil draufgepackt wird, unser ATP also gebildet wird, wie das Stück für Stück funktioniert. Wenn das nicht Stück für Stück funktionieren würde, hätten wir eine sogenannte Knallgasprobe und es würde ständig Peng, Peng, Peng in uns machen und wir hätten überhaupt keine Ruhe mehr. Also muss es still funktionieren, still verbrennen. Damit das funktioniert, haben wir einen hochmodernen Hybridmotor. Wir haben also mindestens, obwohl wir 5 Komplexe haben, 3 Zylinder, in denen wir etwas verbrennen können, nämlich Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, also Proteine oder Aminosäuren. Bis dahin muss es nämlich runtergebröselt sein. Am Ende wird die Aminosäure, der kleinste Teil eines Eiweißes, verbrannt. In diesem Motor hat der Zucker stets Vorfahrt. Das bedeutet, dass wir natürlich auch sehr gerne zur Belohnung, zur schnellen Energieversorgung auf zuckerhaltige Lebensmittel zurückgreifen, wenn wir denn gerade mal einen hohen Energiebedarf haben. Das passiert an Schritt 1 der Atmungskette. Und damit das funktionieren kann, es müssen nämlich 2 Elektronen beschleunigt werden, benötigen wir eine kurze Verzögerung, damit dieser Informationsfluss auch funktioniert. Das ist so, wie wenn Sie Handy haben und mit jemandem telefonieren, mit einem Smartphone, dann muss eine Information raus und es muss eine zurückkommen, damit Sie sich miteinander unterhalten können. Und wenn das nicht richtig gut funktioniert, weil das Netz wieder mal gerade nicht richtig abgedeckt ist, dann ist das ungefähr so, als wenn Sie in Ihrem Mitochondrien nicht genügend Coenzym Q10 haben. Dann wird nämlich das zweite Elektron ausgebremst, es kann nicht geleitet werden, die Information verrauscht und der ganze Prozess muss noch einmal neu gestartet werden. Und weil die Mitochondrien, wie Sie ja in unserem ersten Beitrag gehört haben, etwas mit der Information zu tun haben, was denn in dieser Zelle gerade wichtig ist, damit also aus dem Zellkern die für diese Zelle wichtige Information abgelesen wird, muss diese Funktion einwandfrei funktionieren. Funktioniert sie nur mit Sand im Getriebe, fallen wir auch nicht tot um, sonst hätten Sie ja nicht in die Praxis kommen können, sondern es führt dazu, dass der Körper einen Improvisationsstoffwechsel fährt. Und diese Improvisation ist hochintelligent. Das heißt, wenn irgendetwas im Körper mangelt, das wissen Sie von der Gewichtsreduktion, dann geht das in den ersten Tagen richtig gut, dass Sie Ihr Gewicht reduzieren. Der Körper sagt, ja, ja, ist kein Problem. Und dann stellt er fest, ups, ich glaube, wir haben hier eine Notfallsituation. Hier kommt es zu einer Verknappung. Wir haben eine Krise. Und wir müssen diese Krise überleben. Also werden wir alle Nebenverbrauchsaggregate, alles, was nicht notwendig ist, um zu überleben, reduzieren. Zunehmend mehr. So wie das in modernen Autos auch ist, die eine Batterie haben. Ein Wahnsinns-Kavenzmann, so einem Oldtimer finden Sie das nicht. Wenn Sie das Auto abschalten, ist es bei weitem nicht aus. Wenn Sie schlafen, sind Sie auch nicht tot. Und es läuft also sozusagen etwas in Ihrem Ruhemodus, was Energie verbraucht. Deswegen können Sie in meinem Auto zumindest nur eine Viertelstunde Radio hören, dann schaltet der einfach auf Energiesparmodus. Und das macht Ihr Körper genau so, wenn wichtige Mikronährstoffe fehlen, sowohl an Schritt 1, 2 als 3, 4 der Atmungskette. Und wenn immer irgendetwas nicht da ist, dann fährt die Leistungsfähigkeit runter. Und diese essentiellen, also absolut notwendigen Substanzen müssen Sie entweder essen oder selber bauen. Der Vorteil von dem entweder essen ermöglicht es uns, wenn Sie es nicht selber bauen können und wir das in der Laboruntersuchung festgestellt haben, dass das so ist, dass wir es ergänzen können. Und wir können sie aus dieser Notfalllage herausholen. Da das aber multifaktoriell bedingt ist und sich nicht nur auf eine Substanz bezieht, müssen wir natürlich eine gewisse Latte wichtiger Informationen, die für die Mitochondrienfunktion notwendig sind, erfassen und ausgleichen. Um dann ihre Funktionsreserven, die sie rein theoretisch hätten oder mal hatten, auch wieder zu mobilisieren. Und das hat nicht nur etwas zu tun mit Burnout oder mit Erschöpfung, sondern das sieht man auch bei unheilbaren Erkrankungen, die sozusagen über diesen Modus der Suche nach Therapieerfolgshindernissen, die man beseitigen kann, in ihrer Funktionalität und damit Lebensqualität verbessert werden können. Das sollte
eigentlich ausreichen, um das Wesentliche eines Mitochondriums herauszuarbeiten, ohne dass wir jetzt in einen Biochemieunterricht abgleiten. Und beim nächsten Mal erzähle ich Ihnen etwas über ein Mitochondrien-Testprofil, das sogenannte Basisprofil.